Manfred Weber! Inszenierter Frohsinn. Die Amerikanisierung des Wahlkampfes ist an diesem Freitagabend in München weit fortgeschritten. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, möchte Präsident der EU-Kommission werden. Wochenlang rannte er sich dafür in ganz Europa die Hacken wund. Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen hier in München. Für mich geht an diesem Wochenende eine lange Reise zu Ende. Gestartet hat es in Helsinki bei unserem Nominierungsparteitag der Europäischen Volkspartei und jetzt hier mit München Schlussakzent und dann natürlich noch die letzten Stunden nutzen, um die Menschen zu überzeugen. Unterstützung bekam Manfred Weber an diesem Abend auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wiederum von einer österreichischen Akrobatiktruppe auf sehr spezielle Weise begrüßt wurde. Es war ihr einziger Wahlkampfauftritt. Die entscheidenden Stunden, in denen sich sehr, sehr viele Menschen noch überlegen, was sie tun, die kommen noch. Wir haben eine Persönlichkeit ausgesucht in einem demokratischen Wettstreit, die dafür steht, dass sie Brücken bauen kann, dass sie Brücken bauen will. Beim Grande Finale zog die konservative Europäische Volkspartei an einem Strang. Der Wahlkampfabschluss in München wurde zur Kampfansage an Nationalisten, Demagogen und Rechtspopulisten. Noch nie waren die Chancen so gut. Noch nie waren die Möglichkeiten so groß. Noch nie waren die Potenziale für junge Menschen so entscheidend wie jetzt. Und deswegen kann ich mich nur wundern, wenn Populisten von rechts oder Populisten von links ständig versuchen, dieses Europa schlecht zu reden und mit schlechten Stimmungen Chaos anzurichten, Meinungen zu setzen, die es gar nicht gibt. Es geht um ein Europa, das weiter zusammenhält und das sich nicht auseinandertreiben lässt. Nicht von Nationalisten, nicht von Populisten und erst recht nicht von denen von außen, die mit einem starken Europa nichts am Hut haben. Gegen Menschen zu hetzen, ist ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Unterdrückung der Justiz und der Pressefreiheit ist ein Angriff auf unsere Werte. Und da dürfen wir nicht wanken, da dürfen wir nicht zaudern, da müssen wir unsere Stimme erheben und klar sagen, mit der Europäischen Volkspartei ist das nicht zu machen. Wir lassen nicht zu, dass Nationalisten und Populisten in diese Identitäten einen Widerspruch einbauen. Bayer zu sein, Deutsche zu sein und Europäer zu sein, das gehört zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Manfred Weber gibt sich heiter. Doch die Regierungskrise in Österreich kann er so kurz vor der Wahl nicht wegfeiern. Sein bester Wahlkampfhelfer Sebastian Kurz musste aufgrund der innenpolitischen Lage in Österreich kurzfristig absagen. Stattdessen spielte eine Geigerin den Donauwalzer. Zwar sandte Sebastian Kurz eine Videobotschaft. Problematisch ist nur, dass er derjenige ist, der mit der Zusammenarbeit der FPÖ die bürgerliche Mitte verlassen hat. Also jenen Ort, an dem sich Manfred Weber so gerne verortet wissen will. Wir wollen kein linkes Europa. Ein Europa der Verbote, ein Europa der neuen Steuern, ein Europa, das uns Reglementierung vorgibt, das uns unser Leben vorschreiben will. Nein, so ein Europa wollen wir nicht. Wir wollen aber auch kein rechtsnationalistisches Europa, das zurückgeht in die Zeiten, in die dunklen Zeiten unseres Kontinents. Beide Varianten sind nicht unsere Varianten. Unsere Variante ist die Mitte. Zum Schluss versammeln sich alle nochmal auf der Bühne. Die Politpromis und die Wahlkampfhelfer der Jungen Union. Weber selbst bleibt am allerlängsten, schüttelt Hände, macht Fotos und nimmt Ermutigungen entgegen für seine letzten Stunden in diesem Europawahlkampf. Ich hoffe, es hat gefallen.